Du wirst den Heiligen Leib empfangen. Es beginnt jetzt. Was zum Teufel? Hey, sachte! Also Mann, wie heißt du? Leon. Das ist nicht viel. Ich bin Luis Serra. Und wie es aussieht, haben wir beide das falsche Hotel gebucht. Hey, lass das! Du tust mir weh! Und ich habe genug am Ende. Ich verstehe, was du vorhast. Nicht das erste Mal in so einer Lage, hm? Lass mich raten. Du suchst hier nach jemandem? Sag nichts. Vielleicht eine vermisste Señorita? Eine junge Frau? Rede. Jetzt. Schon gut. Sie sprachen davon, eine Señorita wegzubringen. Wegbringen? Wohin? Er weiß. Aber später habe ich sie jemanden zur alten Kirche zerren sehen. Ja, Mann, deinetwegen gehe ich noch. Hey, wo willst du hin? Nos vemos, amigo. Shit, meine Ausrüstung. Ist das euer Ernst? Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4, dem Remake. Oh, wir haben schon fast 10.000 Pesetas. Das ist cool. Was nicht so cool ist... Ach so, die Schätze. Ja, da müssen wir uns auch noch drum kümmern. Was nicht so cool ist, unsere ganzen Objekte sind gestohlen worden. Jetzt habe ich die alle so schön neu sortiert. Habe nochmal gespeichert und habe das Kapitel beendet. Und jetzt sind die alle weg. Ihr könnt mich doch mal kreuzweise. Gut, wir haben einen Schlüssel, das ist wahrscheinlich der von, Moment, der Schlüssel zum Keller der Jagdhütte. Oh, okay. Dann Schätze, mal schauen, kann man das drehen? Kann man nicht drehen. Edelsteine einsetzen, da kann man es auch nicht bei drehen. Aber wir können nur die, ja, wir können nur die roten einsetzen, dann machen wir das doch. Jetzt können wir es drehen, okay. Weil, ich kann mich noch gut daran erinnern, wenn wir die einsetzen, dann erhöht sich nämlich der Preis für, also das Geld, was wir beim Händler später bekommen werden dafür. Das wäre jetzt ursprünglich, glaube ich, 4.000 gewesen. Die, also wenn ich das unten richtig lese, die Edelsteine an sich würden 6.000 insgesamt bringen, also jeweils 3.000. Wenn dann 10.000 und wir haben jetzt 1,5 Bonus bekommen, würden jetzt 12.000 daraus kriegen. Wenn ich das jetzt hier richtig verstehe mit dieser Vorgabe. Was ist denn das jetzt nochmal, der Seidenkristall? Eine spezielle Art von Amethyst, wie sie in dieser Region abgebaut wird, lässt sich sicher verkaufen. Ah, okay, also da kriegen wir auf jeden Fall auch nochmal ganz gut Geld für. Dann haben wir dafür noch gar keine Edelsteine, obwohl das eigentlich so aus... Ach nee, ja, haben wir alle auf Null. Wir haben jetzt also gar keine Edelsteine generell mehr, ne? Wenn ich das richtig sehe. Dreckige Perlenkette. Lässt sich sicher verkaufen, ja, ja. Kann man auch nicht. Ich weiß auch wirklich nicht. Es kann sein, dass wir später nochmal, wenn wir mit Ashley nochmal da reinkommen, dass wir da was zumachen konnten. Aber ja, ehrlich gesagt, ich habe absolut keine Ahnung. Herstellen und so weiter können wir nicht. Verkohltes Bild, Talisman, das sind die Sachen, die wir alle gefunden hatten. Okay. Condor One an Basis. Habe Baby Eagle lokalisiert. Offenbar wird sie in einer Kirche festgehalten. Gut, wir kommen voran. Die Info ist von einem Typen, den ich hier gerade getroffen habe.
Luis Serra. Kam mir irgendwie verdächtig vor. Kannst du den mal für mich überprüfen? Wird erledigt. Ich kümmere mich drum. In der Zwischenzeit, geh zu dieser Kirche. Mach ich. Wird wahrscheinlich eh mal Zeit für eine Beichte. Condor One, Ende. Baby Eagle. Aber ich glaube, das ist das Original. Ja, und wir befinden uns jetzt in Kapitel 2. Wir haben das erste nämlich mit der letzten Folge abgeschlossen. Wir müssen zur Kirche gehen, aber wir gucken natürlich, ob wir hier irgendwo noch was finden. Na gut, selbst wenn wir Munition finden würden, bringt uns das natürlich nicht allzu viel. Können wir nicht einfach das Hackebeil hier mitnehmen? Ich meine, der braucht das doch nicht mehr. In solchen Spielen wünschte ich mir, dass ich zumindest die Sachen mitnehmen könnte, die sich hier befinden. Okay. Wasser oder was ist das? Ich hoffe, es ist nur Wasser. Und hier kann ich jetzt nichts machen? Doch. Ach, jetzt kann ich treten. Wollt ihr mich veräppeln? Okay, zumindest ein Kraut haben wir hier drin. Vorher konnte ich hier nicht treten. Da konnte ich da immer nur das Messer mit benutzen. Das Problem ist... Und da habe ich was gehört. Boah, sag mir jetzt bitte nicht, dass jetzt hier... Aber das kann ja nicht sein ohne Waffen. Ich glaube, es war in diesem Teil... Oh oh. Bist du wirklich tot oder bist du untot? Oh 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 oh. Kann man da rüberklettern? Nee, 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 da kann man nicht rüberklettern. Schade. Ich muss auch auf jeden Fall dahin, ne? Das ist nicht gut. Und ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich überhaupt treten kann. Aber ich kann ihn looten. Küchenmesser. Küchenmesser ist immer gut. Messerangriffe. Mit R2 führen Sie einen weitreichenden Messerangriff durch. Halten Sie L1 und drücken Sie R2, um schnell zuzustechen. Ach so. Dieser andere Angriff war dann, um schneller zuzustechen. Okay. Okay. Aber das ist auch wieder, ja, ist auch wieder so eins, was kaputt geht. Oh, solche Szenen hasse ich wie die Pest, wenn ich komplett ohne Waffen rumlaufe. Auch so die Anfangsszene vom DLC. Vom 8. Teil. Oh, ne, da ist nix. Ach, da hinten steht einer. Oh. Ich hasse euch, ich hasse euch, ich hasse euch. Ich hasse euch, ich hasse euch, ich hasse euch. Ja, aber sie zeigen mir an, dass ich Stealth-Kills machen kann. Habe ich schon rausgefunden in der ersten Folge, aber danke, dass ihr mir das jetzt endlich mal sagt. Brauchen wir uns ja nicht mehr durchzulesen. Also einfach nur geduckt und dann mit R2 ist das Drücken. So, jetzt ist die Frage, können wir hier noch irgendwas looten? Nee, okay, ja. Na bitte, da ist ja mein Zeug. Okay. Aber so einfach wird es mir vermutlich nicht gemacht. Ist da auch noch ein Zombie drin? Ich kann mich an den Teil erinnern, aber ich weiß, da habe ich immer genauso Herzklopfen gehabt wie jetzt auch. Also, wir können geradeaus und rechts. Von links kann nicht viel sein. Der hat uns gesehen, oder? Dreh dich um. Dreh dich um. Ah, ich glaube, den Gefallen tut er uns nicht. Ist da noch ein anderer drin? Nee, ne? Eine Ratte! Okay. Angriffe parieren. Haben Sie ein Messer? Können Sie mit L1 Angriffe parieren? Oh!
wenn die Aufforderung in der unteren rechten Bildschirmecke erscheint. Als ob ich unten rechts hingucken würde, wenn mich einer angreift. Sie parieren dann auch erfolgreich, wenn sie den Befehl bereits eingegeben, bevor die Anzeige erscheint. Okay. Parieren sie mit gutem Timing, gerät der Gegner ins Taumeln. L1. Okay. Komm her. Komm her. Komm her. Irgendwas mit Messer habe ich gerade bekommen. Sehr schön. Ist da noch einer? Was ist denn mit dir, kleine Ratte? Können wir dich nicht irgendwie... Können wir dich nicht irgendwie töten? Echt jetzt? Habe ich die Ratte jetzt getötet oder habe ich ihn nicht? Ich habe ihn aufgeschlitzt. Schade. Ja, ich glaube, es geht nicht. Oder wir müssten wirklich auf sie schießen. Okay. Oh, eine Bärenfalle. Eine Bärenfalle. Wieder eine Ratte. Noch ein Küchenmesser. Sehr schön. Hier steht einer um die Ecke, so wie es aussieht. Okay. Oh, da ist noch eine Bärenfalle. Oh. Nicht mit mir, Freundchen. Was ist hiermit? Können wir nicht. Okay. Da müssen wir aber rum, ne? Ja. Achso, das ist vermutlich auch das. Das geht mir so auf die Eier hier gerade. Da kann... Oh, oh. Du siehst mich nicht. Gesundheit. Ach, sehr schön. Okay, so war es geplant. Ich liebe es, wenn etwas mal funktioniert, wie es geplant war. Passiert selten genug. Also funktioniert selten genug, besser gesagt. Okay. Ist da noch einer? Wie geht's hier rum? Aber rechts sehe ich jetzt nichts. Nee, das ist eine Doppeltür. Okay. Halten. Ah, jetzt kommen wir durch die Tür. Okay. Oh, das ist nicht euer Ernst, oder? Das ist nicht euer Ernst. Das heißt, ich muss durch die Tür links... Ich weiß nicht, ob ich in der Mitte drüber springen kann. Oh Gott, ich werd das die ersten paar Male verkacken. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß es jetzt schon. Können wir darüber springen? Ja, können wir. Lauf, 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 lauf. Oh Gott. Okay, ich werde es nicht die ersten paar Male verkacken. Ich habe meine Ausrüstung wieder und ich habe sie auch so wieder, wie ich sie gedingst habe, sortiert habe. Sehr schön. Sorry, aber das gehört mir. Genau. Und das können wir alles mitnehmen, aber das sind alles neue Sachen hier, ne? Würde ich sagen. Ich habe nur ein Problem. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ach so, okay. Ich dachte schon, muss ich hier schnell genug sein, die Sachen holen und dann wieder rauspreschen? Aber nee, das... ich glaube, die haben schon länger nichts mehr gegessen hier. So, okay, sehr geil. Jetzt haben wir hier 20.000 von diesen Küchenmessern. Kann man die ausrüsten? Nee, der nimmt automatisch... Ach so, ich habe übrigens, das habe ich euch gar nicht gesagt, als ich gespeichert hatte, habe ich die zweite Pistole dann doch erstmal rausgetan. Jetzt haben wir hier so viele von den Kräutern, das finde ich aber nicht gut. Ist die maximale Gesundheit erhöht. Dann würde ich sagen, dass wir die... einmal herstellen. Ach so, doch, wir können das doch mit dem Gelben mischen. Ach, guck mal einer an. Das hätte ich dann auch vorher machen können. Naja, gut. Egal. Und Grün können wir auch machen. Ich würde sagen, dann machen wir das auch mal kurz.
So, damit wir nicht so viel Platz hier verschwendet haben. Das drehen wir einmal und die nehmen wir ja auch einmal eben weg. Das, okay, das können wir da lassen erstmal. Noch brauchen wir jetzt nicht so wahnsinnig viel. Wie viel haben wir denn an Schuss noch? 20, 25? Und wir könnten theoretisch auch noch was machen. Okay. So, das heißt, wir müssen jetzt wohin? Dahin, denke ich mal, ne? Zwischenziel. Wie kommen wir da hin? Das ist eine gute Frage. Ach so, Moment, wir haben doch... Haben wir jetzt gerade einen Schlüssel bekommen? Das ist nur dieser von der Jagdhütte. Haben wir keinen Schlüssel bekommen? Ach nee, wir können ja... Hab ich mich jetzt erschrocken. Alter, genau wie im Original. Oh. Hier drüben, Fremder. Wer ist das? Es ist der Händler. Dann lass uns mal zum Geschäft kommen. Ja, aber lass mich erst noch mal kurz die Sachen hier holen. Moment, ich will das hier. Händlertipp, werde reich, schnell. Wie kommst du mit den Aufträgen voran? Wusstest du, dass du die Spinelle, die du erhältst, gegen wertvolle Dinge eintauschen kannst, die nicht anderweitig zum Verkauf stehen? Wir haben einen Haufen nützlicher Artikel, aber unsere Schatzkarten sind besonders empfehlenswert. Auf diesen Karten sind die Verstecke der kostbaren Schätze des Kults verzeichnet. Hat ewig gedauert, die Informationen zusammenzutragen. Kannst mir und meinen Jungs dafür danken. Mit diesen Karten gehst du garantiert nie mehr pleite. Sicher, manchmal wirst du dich in ein gefährliches Gebiet wagen müssen, aber das kriegst du schon hin. Yes! So, hier ist noch was wir noch mitnehmen können. Gewehrmunition, sehr schön, sehr geil. Da hinten ist auch noch was, oder ist das ein Knopf? Nee, das ist was zum Einsetzen, okay. Hier auf dem Gebiet sollte normalerweise nichts passieren. Ich laufe hier so schön fromm, fröhlich, frei rum. Frisch, fromm, fröhlich, frei, meine ich natürlich. Weil das ist ein Händlergebiet. Kann man das so sehen? Ja, man kann nur den Händler sehen. Okay. Aber normalerweise, soweit ich mich erinnern kann, auf Händlergebieten passiert nichts. So, haben wir hier noch irgendwas? Ich sehe gerade nichts. Du hast dich um einen Auftrag gekümmert. Moment, was ist das? Lästige Fabrikbewohner. Kümmere sich bitte jemand um die Ratten, die sich in der Fabrik ausgebreitet haben. Deswegen durfte ich die wahrscheinlich auch nicht im Vorfeld machen. Oder vielleicht hätte ich es machen können, aber nur mit draufschießen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ob sie irgendwelche Krankheiten mit sich rumschleppen. Und ich will es ehrlich gesagt nicht herausfinden. Alle Ratten beseitigen in der verlassenen Fabrik. Also das wird das hier gewesen sein. 3 Spinelle kriegen wir. 3 Stück müssen es sein. Okay. 3 Ratten. Dann würde ich sagen, wir gehen nochmal kurz bei ihm gucken. Der Händler. Beim Händler können Sie mit Peseten Waffen und Objekte erwerben oder sie gegen Peseten verkaufen. Sie können außerdem Ihre Waffen und Ausrüstung verbessern. Aufträge des Händlers. Sobald eine Aufgabe erledigt ist, die Sie über einen blauen Auftragszettel angenommen haben, können Sie sich Ihre Belohnung beim Händler abholen. Ha, einsame Spitze, Fremder. Ah, gute Arbeit, Fremder. Da gibt es auch eine Errungenschaft für. Kampf der Medaillons. Jetzt haben wir 3 Spinell bekommen, weil wir das ja in dem Dorf gemacht haben. Ich hab was Neues für dich. Mit anderen Worten, es war gut, dass ich so angefixt war im Endeffekt. Also es hat mich echt getriggert, dass ich da nicht weiterkam. Ich war total bekloppt irgendwie innerlich. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Ich habe wirklich jeden Millimeter teilweise dann nochmal untersucht. Das habe ich euch hoffentlich nicht gezeigt, sondern nur den Teil, wo ich dann tatsächlich auch das Letzte noch gefunden habe. So, wir können jetzt auch tauschen. Ich weiß gar nicht, konnte man das vorher auch? Ah, Schatzkarte Dorf gegen einen von diesen Spinelli sind das, glaube ich, ne? Oder Spinell. Die sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Ich würde sagen, nehmen wir die mal mit. Du hast ein Faible für Schätze, was? Naja, gelbes Kraut, gut, die finden wir natürlich. Die Punisher. Eine Pistole mit exzellenter Durchschlagskraft bei geringem Durchstoß. Kräuter, also Rückstoß. Sind eine feine Sache. Man kann damit heilen, töten, einfach. Ja, alles. Ja. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob die Punisher ähnlich wie die Magnum war.
Ich habe hier diverse Bücher, wo ich alles nachlesen kann, was die Waffen betrifft. Also wo ich wirklich alles nachlesen kann. Also ich habe jedes Lösungsbuch, was man kriegen könnte von Resident Evil, habe ich mir damals geholt. Und da stehen dann halt auch so Sachen drin, Hintergrundinfos zu den ganzen Gegnern. Also nicht nur, wie die kämpfen und so, sondern auch, wo die herkommen, was die für ein Virus in sich tragen und, und. Und da stehen halt auch unter anderem die ganzen Waffen erklärt. Ich bin mir bei der Punisher aber jetzt gerade nicht sicher. Ein Leseraufsatz, der die Zielerfassung erleichtert, kann auf SG-09R Punisher und Sentinel-9 montiert werden. Gut, da haben wir jetzt natürlich noch nicht genug von den Zeugs von. Können wir die denn auch kaufen? Benutze wichtige Objekte. Wichtige Objekte, die ihren Zweck erfüllt haben, können sie an den Händler verkaufen. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Ja gut, die Jagdhütte. Soweit ich mich erinnere, haben wir damit alles abgeschlossen. Haben wir damit alles aufgeschlossen? Ich bin mir ehrlich gesagt jetzt nicht sicher, ob wir den... Aber wenn da ein Haken dran ist, glaube ich, hieß, dass das die abgeschlossen sind. Sonst würden sie das ja nicht so schreiben. Behaupte ich jetzt mal. Aber hier ist jetzt kein Haken mehr drin. Da kann man es dann gar nicht sehen. Aha. Zu verkaufen im Besitz. Hä? Ach so, okay. Das kann ich dann so reinsetzen. Ich kann es mir aber nicht angucken. Ja, woher weiß ich dann im Voraus, ob da ein Haken dran ist oder nicht? Die Seidenkristalle. Die lassen sich verkaufen, sonst können wir, glaube ich, nichts damit anfangen. Ich hoffe zumindest, weil ich verkaufe die jetzt. So, die verkaufen wir mal. Ein hervorragender Deal. Die Weinkanne ist voll. Also mit Juwelen, das heißt, die verkaufen wir. Gut. Eine mit Perlen verzierte Halskette. Wegen ihres schlechten Zustands ist ihr Wert gemindert. Ich glaube, die hat sonst 5000 oder so gebracht. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Könntest du mal die Klappe halten, wenn ich hier gerade lauthals im Überlegen bin, dieser Verkäufer? Ich meine, man konnte die jetzt im Nachhinein nicht mehr aufhübschen sozusagen. Deswegen verkaufe ich die jetzt mal. Ansonsten habe ich jetzt halt einen Griff ins Klo gemacht. Ja. Damit kann ich definitiv was anfangen. So, die Frage ist, ach so, das heißt wahrscheinlich dann, dass die bei mir in der Box drin sind, die Sachen. SG-9 und Sentinel-9, haben sie gesagt, hat diesen Aufsatz, ne? Gut, die anderen Sachen will ich natürlich nicht verkaufen. Die würde ich schon gerne verkaufen. 4000 ist jetzt natürlich nicht die Welt. Es sind auch noch 7 Schuss drin. Das ist das, was mich ein bisschen ankotzt gerade. Aber ich meine, brauche ich im Moment Geld? Ich bin mir nicht sicher. Ich gucke erstmal eben, was gibt... ein Bolzenwerfer? Das haben wir keinen ist, Platz für. Ja, gut. Habe. Okay. Repetierflinte, Kaliber 12. Ich kann aber nicht sehen, was meine hat, ne? Das ist doof. Das finde ich hier immer so schön, wenn man sich das angucken kann, aber ich kann nicht sehen, was ich habe. Standard-Zielfernrohr mit 2 Vergrößerungsstufen kann auf Gewehre und manche automatische Waffen montiert werden. Gut, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Oh, Moment. Erweitert den Aktenkoffer. Ist natürlich auch nicht schlecht. Im Moment kommen wir noch gut aus, aber ist auch nicht schlecht. Gerade wenn wir die großen Waffen mitnehmen müssen. Ermöglicht die Herstellung von Bolzen aus Rohstoffen und einem Messer. Nee, ich möchte mein Messer höchstens verstärken. Kann ich das? Ich glaube, Kampfmesser. Das ist mein normales Messer. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Keine Sorge. Naja, ich muss im Moment nicht unbedingt die Angriffskraft verstärken. Reparieren, stellt die volle Haltbarkeit wieder her. Das würde ich schon gerne machen. Kostet allerdings auch ziemlich viel. Und verbessert die Haltbarkeit. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Also es wären dann etwas über 6000, die ich bräuchte. Oh, jetzt habe ich... Muss man hiermit machen. Sentinel 9. Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Ja, ja. Nachladegeschwindigkeit wäre natürlich nicht schlecht. Feuerrad hat mich jetzt noch nicht gestört. Die Angriffskraft wäre natürlich schon geil, wenn wir die jetzt nochmal verstärken könnten.
Ist halt die Frage, ob ich jetzt wirklich so viel ausgeben will. Andererseits, die benutzen wir halt sehr oft, ne? Komm, wir nehmen mal die Angriffskraft. Ich guck noch mal eben wegen der Schrot. Ach so, da kann ich es doch auch sehen. Moment, Angriffskraft ist jetzt auf 5,4. Kann aber immer nur 2 reintun. 5,4. Und die, die hier sind... Oh, die ist 5,6 und hat ein größeres Magazin. Da ist sie doch besser. Das versichere ich. Dann ist die doch besser. Die hat nur 2,5. Die kann man vergessen, so wie es aussieht. Ach nee, Moment. Halt, stopp. Das ist ja... Beim Kauf das Zielfernrohr gratis dazu, nur für kurze Zeit. Die ist natürlich auch nicht schlecht. Aber die hat halt nicht so viel Angriffskraft. Aber gut, wenn man natürlich was haben will, was weiter weg ist, ist die natürlich nicht schlecht. Die hat weniger Präzision, hat aber mehr als das Doppelte an Durchschlagskraft. Wäre für mich, gut, die ist ein bisschen schneller zu laden, wäre für mich auf jeden Fall wichtig. 5,6 Nachladegeschwindigkeit, 0,6. Gut, die hat eine schnellere Nachladegeschwindigkeit. Deine Waffen sind in guten Händen. Ist ein Ticken weniger, hat aber auch 3 Munition weniger da drin, muss man dazu sagen. Präzision ist auch ein bisschen schlechter als bei der. Ich würde normalerweise sagen, ich hole mir das bessere Gewehr noch. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Warum guckst du nicht einfach mal, dass du die Klappe hältst, Junge? Ganz ehrlich. Also, ich finde das schrecklich hier. Achso, das ist nur, dass man dann alles machen kann. Das heißt, 12.000 bräuchten wir auf jeden Fall. Wieso ist die jetzt 15.000? Achso, weil ich auf der Schrot bin. Nee, die würde ich dann nehmen. 12.000. Dann haben wir 22.000, wenn wir dann da die Angriffskraft noch machen. Ist blöd, bin ich ganz ehrlich, ist blöd, aber ich möchte die haben, weil es ist eine bessere Schrot und wir werden auf jeden Fall noch größere Gegner bekommen. Das versichere ich. Und ich denke, die ist mir ein bisschen wichtiger als ein Zielfernrohr. Also das ist mir auch wichtig, aber bei den meisten kann man sonst auch hinlaufen, irgendwo hochrennen und die dann so noch platt machen. Deswegen, und ich glaube, wir kommen jetzt auch bald an einen Platz, wo wir viele Gegner auf einmal kriegen. Ja, ja, wo ist okay. Soll das noch hin? Deine Hosentasche? Ihr wollt mich doch veräppeln. Wie groß ist das Ding bitte? Holla, die Waldfee. Ist das dein Ernst? Passt das schon? Nee, ich brauche... eins muss noch weg, ne? So. Ach, du Schande. Boah, hätte ich das gewusst, dass sie so viel Platz braucht. Da müssen wir doch unseren Koffer mal erweitern. Holla die Waldfee. Nein, bleib doch mal da unten. So, dann tun wir die Sachen darüber. Das kann ich mal eben nach rechts legen, oder? Mal eben da ablegen. So. Das auch. Ich darf jetzt nur nicht aus Versehen rausgehen. Das wäre jetzt mein Todesurteil. So. Dann das rein. Die können wir daneben noch legen, ne? Ich meine, die würde ich da normalerweise sowieso sagen, dass wir die verkaufen. So, Objekt kaufen. Ja, ich dachte, haben wir schon gekauft. Warte, dass sie sich zusammenrotten. Dann schick sie damit einmal quer durch die Luft. Das wäre schön, ja. Okay, dann verkaufen wir auf jeden Fall. Also, ja, ich denke, das mit dem... Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Also, er hat es ja eben gesagt dabei. Also gehe ich davon aus, dass wir wirklich den Schlüssel auch nicht mehr brauchen. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Ja, ja, ich weiß. Dann verkaufen wir noch die alte Pistole. Besten Dank. Und das ist die hier, ne? Mit abgesägten Lauf, ja.
Dann verkaufen wir die auch. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler. Ich habe nämlich nicht vorher gespeichert. Alles. Ja, es ist mir klar, dass du fast alles kaufst. Wieso kriege ich für die eigentlich mehr Geld, wenn ich die abgebe, als für die andere, die eigentlich besser sein soll? Moment, wir gehen nochmal eben. Also ich will auf jeden Fall die Angriffskraft nicht vom Messer. Die Angriffskraft von der Sentinel, nein, will ich auf jeden Fall nochmal erhöhen. Das machen wir auf jeden Fall. Hier, wie du es haben wolltest. Du bist mir die Liebste. Auch das ist ja nett. Magazingröße würde ich auch gerne, aber ist jetzt hoffentlich nicht unbedingt so dramatisch. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert kaufen. Mangelndes Können, Partner. Deine Kohle kaufen. Ja, wenn er nicht immer so dazwischen reden würde, dann wüsste ich jetzt auch wieder, was ich jetzt eigentlich machen wollte. Na gut, die Punisher haben wir halt noch nicht genug für, also lassen wir das auf jeden Fall erstmal sein. Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Achso, das war das genau. Tune? Wo konnte ich denn jetzt meinen Koffer tunen? Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du über Tune kaufen. Shop. Jeder willkommen. Wofür kann ich dich begeistern? Hä? Ich konnte doch eben noch meinen Koffer tunen. Eine gut bin ich etwas verwirrt. Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Kaufen? Ach so, hier, Koffererweiterung. Ach Gott. Ja, die können wir uns gerade noch so leisten. Erweitert auf 7x12. Wahrscheinlich ist das nur eine Reihe oder so, aber... Ein bisschen mehr Platz hat noch niemanden geschadet. Angenehme Reise. Ja, könntest du jetzt endlich mal die Klappe halten, bitte? Ach, es ist keine Reihe, es ist nur das auf der rechten Seite. Oh, ich kack ab. So habe ich gedacht, dass der Koffer wirklich mal ein bisschen... Aber ich weiß, der Resident Evil ist da ganz gemein drin, was das betrifft. Wir haben jetzt... Achso, doch, wir haben die daneben. Dann könnte ich das erstmal... Ich weiß nämlich nicht, ob ich sie wirklich verkaufen will oder ob ich sie nicht verkaufen will, ehrlich gesagt, die Schrot. Mich wundert es halt, dass wir für die weniger bekommen insgesamt, als für die... Was ist denn das jetzt für Munition, was wir da oben bekommen haben? Ach, Gewehrmunition. Nein, jetzt sag mir nicht, da brauche ich andere Munition für... Lange Gewehrmunition, dank ihrer speziellen Form. Oh. Oder kann ich die beide dafür benutzen? Ich weiß es jetzt nicht. Flintenmunition. Das ist aber jetzt ein Gewehr. Und die wird dann unter Flinte. Ach so, verstehe. Das ist ja doof. Dann würde ich aber fast sagen, dass wir die 4 Schuss auf jeden Fall noch aufbrauchen. Ja, und dass wir die danach dann tatsächlich verkaufen. Am besten. Ah, ist das blöd. Dann haben wir auch wieder nur 5 Schuss. Naja gut, das ist aber trotzdem mehr, als wir mit dem anderen hatten. Dann gehen wir nochmal kurz da rein. In der Hoffnung, dass keine neuen Zombies kommen, wollte ich gerade sagen. Hallo, was habe ich hier gerade gehört? Hier sind jetzt aber keine neuen Zombies gekommen, oder? Hier war keine Ratte, ne? Doch, hier ist eine. Mist. So, eine haben wir schon mal. Ich bin verwirrt. Das hat sich angehört, als ob da jetzt gerade einer am Laufen war. Es kann natürlich sein, dass das nur die Ratte gewesen ist. Na, aha! Wollt ihr mich denn veräppeln? Ach, jetzt! Willst du mich verarschen? Das ist jetzt euer Ernst? Oh, ich habe nicht gespeichert vorher, Leute. Ich habe nicht so viel Munition. Man sollte, glaube ich, nicht zu nah dran stehen. Das ist es wahrscheinlich. Da ist die andere. Hallo?
Ich hab die ja wohl voll im Kopf getroffen. Geht's noch? Na toll. Also, das war jetzt mal wieder völlig für den Arsch. Ehrlich gesagt, würde ich jetzt gerne nochmal speichern. Also, abgespeichert haben. Aber, naja. Das war jetzt wirklich... Es war wieder so typisch Klein-Gameplayerin-Style jetzt gerade. Hast deinen Auftrag erfüllt, stimmt's? Ja. Bin ich dir an der Naht? Habe ich. Alle Achtung, auf dich kann man sich wirklich verlassen. Ich hab ja, nur toll. Die feinste Ware. Aber wir haben immer noch nicht genug. Wir haben 6... Ach doch, für die Punisher hätten wir jetzt theoretisch. Wie bitte? Wo wir unsere Ware... Was macht der gelbe Diamant eigentlich? Ein rundgeschliffener gelber Edelstein kann in bestimmte Schätze eingesetzt werden. Naja, gut, okay, das können wir aber auch später machen. Die Punisher. Ich weiß halt nicht, brauchen wir die Punisher oder ist die andere eventuell besser, die wir jetzt haben? Ich meine, wir können sonst nicht allzu viel mit diesen Dingern machen, ne? Eigentlich könnten wir die mal holen. Ich meine, die gelben brauchen wir auf jeden Fall, über kurz oder lang, aber es ist nicht so extrem wichtig. Ich würde sagen, wir holen die Punisher. Eine vernünftige Entscheidung, Partner. Ihre Kugeln durchschlagen so gut wie alles. Okay. Punisher. Achso, da kann ich es nicht sehen. So, Angriffskraft 1,9 standardmäßig. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Oh, dann hätte ich die gar nicht aufwerten sollen. Ah, ich habe nicht dran gedacht, dass wir dann genug von diesen Dingern haben. Magazin 19, 0,9 Nachladegeschwindigkeit. Magazin nur 12 und eine etwas längere Nachladegeschwindigkeit. Etwas höhere Präzision. Feuerrate etwas weniger. 1,3. Ach so, Moment. Ach, ich habe mich vertan. Wir haben die jetzt auf 1,3 auf Stufe 2 und das wäre 0,9 auf Stufe 2. Das heißt eigentlich, sorry, ist die Punisher für den Arsch, wenn ich das richtig sehe. Nichts dabei, was also können wir die ja eigentlich verkaufen. Ja, verkaufen wir die mal. Ich meine, es ist immerhin Geld, ne? Was wir dann kriegen, können wir hier noch irgendwas dann damit tunen? Die Haltbarkeit vom Messer, das wäre doch gut, weil das wollte ich auf jeden Fall... Eine Chance, probier mal, ob's passt. So, das wollte ich mich auf jeden Fall verbessern. Ja gut, das ist jetzt nur höhere Haltbarkeit, ist jetzt nichts anderes. Dann würde ich sagen, ich speichere jetzt hier eben noch. Ich gucke noch mal kurz, aber ich glaube, hier habe ich sonst nichts mehr, was hier noch liegt. Ich speichere mal eben kurz. Tut mir leid, dass es alles ein bisschen länger gedauert hat, aber ich will halt jetzt nicht mehr eben schnell was machen, sondern mir auch wirklich die Werte angucken. Und ich denke mal, dass bei vielen von euch das auch ähnlich ist, dass ihr euch auch gerne mal die Werte anguckt. Vielleicht kennen es auch einige schon aus dem FF heraus, ich weiß es nicht. Wobei ich nicht weiß, ob die gleich sind wie im Original. Und ja, im nächsten Teil widmen wir uns jetzt wieder nur der Action. Und ich befürchte, ich weiß, was als nächstes kommt. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, dann wird nämlich erstmal sehr viel Action kommen. Ja, wir sehen auf jeden Fall den Rest im nächsten Teil. Ich freue mich auf euch. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.